This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute wollte ich noch meine persönlichen Erfahrungen vom Schweigen mit euch teilen. Wir hatten ja schon ein Video dazu gemacht, was wir so für gemeinsame Erfahrungen gemacht haben beim Schweigen. Und das ist auch unten drunter in der Infobox oder in den Infokarten verlinkt. Und in dem Video wollte ich nochmal erzählen, so was für mich persönlich, was sich da getan hat, was sich so verändert hat. Und ja, ich muss sagen, für mich war es eine Zeit, wo viele Ängste hochgekommen sind, auch vor allem nachts. Und ich habe immer draußen geschlafen, an so einer schönen Plattform, so freien Sternenhimmel geschaut. Und ich muss sagen, so die letzten Jahre sind allgemein meine Ängste immer weniger geworden. Und aber in den letzten Wochen habe ich schon gemerkt, da kommt nochmal sowas hoch, was ganz Tiefes, was ich sonst verdrängt hatte. Und in den 4 Tagen ist es auch noch viel intensiver hochgekommen. Das ja, ich denke, das hängt damit zusammen, als Kind, so im ersten, zweiten Lebensjahr, war ich ziemlich viel im Krankenhaus, weil ich nur eine Niere hatte. Und kurz bevor ich mit diesen Schweigetagen schon angefangen habe, da hatte ich schon mal dieses Gefühl, so einfach plötzlich kam so ein Gefühl von Angst hoch. Und so meine Schultern haben sich so zusammengezogen und dieses Ängstliche so. Und dann ist mir so wie so ein Teufelshase oder so erschienen. Ich weiß nicht, warum es ein Hase war. Wenn ihr die Deutung davon kennt, dann könnt ihr mal unter das Video schreiben. So psychosomatisch, wenn man das sieht. Oder einfach von der Psyche her die Deutung, was solche Bilder, Symbolik her, was das bedeutet, ein Hase. Und dieses Angstgefühl habe ich dann wieder bekommen von diesem Zusammenziehen und dieses oh, nur Verstecken. Und so als Kind konnte ich mich nicht wehren. Und das kam sehr intensiv hoch, so in diesen 4 Tagen. Also ich muss sagen, das waren so die angstvollsten Tage seit Jahren. So was hatte ich nur in meiner Kindheit eben erlebt, so wenn man irgendwie so diese Ängste eben, die man als Kinder hat, so irgendwo in Dunkelheit oder ja, sowas. Und das kam so intensiv hoch in diesen 4 Tagen. Also ich habe eben 4 Tage gemacht und ja, es hat mir eben so viel Klarheit gebracht, so das kam hoch. Und ich denke, da kommt auch noch ein bisschen mehr hoch, aber ich sehe jetzt schon viel klarer so diese Bilder. Allgemein ist es bei mir eh so seit diesem Reinigungsweg, den ich körperlich und psychisch gehe in den letzten Jahren. Seitdem kommen immer mehr die Erinnerungen hoch. Und ich denke, es ist nicht normal, dass man sich an irgendwas in seinem Leben nicht mehr erinnert. Ich denke, es ist wirklich normal, dass man sich an alles, komplett alles in seinem Leben erinnert. Und es ist wirklich so, ich habe auch in den letzten Monaten kam so die Erinnerung an meine Geburt hoch. Und lauter so Sachen. Und diese Phase, so erstes, zweites Lebensjahr, drittes Lebensjahr, wo ich so viel im Krankenhaus war, das ist noch eine Phase, an die habe ich eigentlich so gut wie gar keine Erinnerung. Und das ist eben noch so was, wo jetzt eben hochkommt. Und ich hatte so ein, ja, so ein starkes Gefühl von Angst, so von dieser Machtlosigkeit. So als Kind, da konnte ich mich nicht wehren, ich wollte mich einfach so zusammenziehen. Ich habe noch irgendwie gespürt, meine Eltern sind irgendwo entfernt und die Ärzte, sie wissen ja nicht, was sie machen. Es meint ja keiner böse oder so, aber als Kind hat man sich einfach wie so ein Versuchsobjekt gefühlt und die kommen und wollen irgendwas und man will einfach seine Ruhe und zieht sich irgendwie zusammen. Und dann spüre ich auch, wie das jetzt so aus dem Körper irgendwie rausgeht und alles einfach, ja, jetzt geht es mir schon viel besser, aber ich denke, da kommt trotzdem noch was. Weil die Bilder sind noch nicht so klar daran. Sie wurden jetzt immer klarer. Am Anfang war das nur wie so eine Angst. Ich wusste noch gar nicht, dass es sich um diese Situation dreht. Und dann kamen auch mehr so Bilder von Ärzten und eben, wie ich in dieser Situation war, wieder zurück.
Aber ich denke, da kommt eben noch ein viel klareres Bild und es war noch nicht alles so und es war mir halt dann teilweise auch zu viel und deswegen habe ich am vierten Tag dann auch irgendwann gegen Abend abgebrochen und habe gemerkt, so, ja, da kommt wirklich viel hoch. Genau. Und ja, das ist aber eben so dieses Individuelle, was beim Schweigen eben passieren kann. Je nachdem, was man in seiner Kindheit, in seiner Jugend, egal wann, was man verdrängt hat, je nachdem, was man für Ängste, Sorgen einfach unter den Tisch gekehrt hat, nie angeschaut hat, das kann da alles hochkommen, wenn man bereit ist und wenn man das auch anschauen möchte. Und so kann das dann eben alles Mögliche auslösen, so. Bei dem einen löst es irgendwie eine Depression aus, die er schon in der Kindheit hatte. Beziehungsweise, was heißt löst aus? Die kommt halt dann nochmal hoch und die kann man somit verarbeiten und wirklich anschauen. Und ja, für mich war es wirklich so die, ja, angstvollsten Tagezeit, Ewigkeiten meiner Kindheit. Und also, es waren teilweise halt schmerzhafte Erinnerungen, die jetzt hochgekommen sind, so. Und Gefühle, ja, Ängste so. Aber ich muss eben sagen, das ist eben das. Dann kommt halt sowas hoch, dieses ganze Unbewusste und wird bewusst und dadurch, ja, es gibt dann die Möglichkeit, diese ganzen Dinge zu verarbeiten und ja, viele schauen sich diese Dinge ja gar nicht an, die da irgendwie unterbewusst sind. Deswegen sind sie ja noch unterbewusst, weil sie noch nicht dazu bereit sind, das zu verarbeiten. Und wenn man aber wirklich sich mal die Zeit und Möglichkeit gibt, von der Psyche her, vom Körper her, dass diese Dinge hochkommen können, als Kind konnte man sie vielleicht noch nicht verarbeiten, aber jetzt eben so. Jetzt bin ich kein Kind mehr, so jetzt kann ich mich wehren, jetzt kann ich bestimmen, so was mit meinem Körper passiert. Und jetzt ist das ein ganz anderes Ding, so. Ja. Und was ist noch so passiert? Außer diese extremen Ängste, so die bei mir hochkommen, gekommen sind an diese Zeit. Es war eben so, dass in den ersten Tagen viele so Erkenntnisse gekommen sind, so ganz kleine Erkenntnisse, so Dinge, die mir dann plötzlich einfach klar waren. Also solche Gedankengänge, ich weiß es gar nicht mehr, das waren vier, fünf solche Mini-Erkenntnisse, sag ich mal, solche Gedankengänge. Was waren, machen wir zum Beispiel, ich überlege gerade nur, was waren das? Das waren solche Sachen wie halt, was ist das Richtige für mich oder was möchte ich überhaupt tun? Und da kamen irgendwelche Gedanken dazu und die Lösung, ja, man spürt es dann einfach und es kommt so im nächsten Gedanken. Und es war dann plötzlich einfach so klar, was ich zu machen habe. Und das hatte ich bei vier so Dingern oder fünf. Aber genau. Ich erinnere mich nur gar nicht mehr dran, weil man schreibt ja auch nichts auf beim Schweigen. Und da ist so viel passiert und ja, ich weiß nur noch, das war eben am ersten Tag. Genau. Und ich habe eben so viel geschlafen in der Zeit, so viel ausgeruht und habe gemerkt, wie viel Erholung mein Körper erstmal nötig hat und habe das gar nicht gemerkt, in was für einen Stress ich mich körperlich, psychisch reinbegeben habe, so in letzter Zeit, weil ich einfach immer am Machen war und noch nicht dieses Gleichgewicht gefunden habe, einfach mal auch sich die Pausen zu nehmen und sich einfach mal auszuruhen, so. Ja. Und da habe ich gemerkt, so nach 3 Tagen wurde mein Körper erst langsam erholt, so. Genau. Nach 3 Tagen hat es auch erst so immer mehr angefangen, dass diese Ruhe reingekommen ist, dass ich wirklich so die Dinge langsamer angehen konnte. So am Anfang war es echt noch so, dass ich oft probiert habe, mich irgendwie abzulenken. Also man nimmt es aber dann dadurch, dass man nur so wenig Dinge macht und dann Schweigen ist sehr gut wahr, so, wenn man sich ablenkt. Ich habe dann gemerkt, so bin ich zuerst Kokosnüsse schneiden gegangen und dann irgendwie dahin gelaufen und dann wieder zurück. Und ja.
Das habe ich dann immer mehr abgestellt und habe mir dann wirklich so die Dinge angeschaut und habe mich ausgeruht, habe meinem Körper das gegönnt und ja, es ist unglaublich heilsam, kann das sein, dieses Schweigen. Und das nächste Mal möchte ich es auch unbedingt länger machen. Ich denke, 10 Tage, das hat schon Sinn, so wenn das Vipassana oft gemacht wird. Weil diese Entspannung kommt dann wirklich erst so. Und ich habe dann auch gemerkt, wie so die Tage danach so nachgewirkt hat. So. Sonst habe ich immer das Nächste gemacht gleich und das Nächste ist schon im Kopf. Weil es eigentlich gibt so viele Dinge, die ich machen möchte, so, die mir Spaß machen. Aber ich habe oft dann nicht auf meinen Körper gehört, dass ich dann Ruhe brauche eigentlich zwischendrin. Oder dass die Augen eigentlich schon müde sind, aber ich habe eigentlich noch Lust, irgendwie das Video zu schneiden und ich habe noch Lust, das und jenes zu machen. Und ich mich dann nicht einfach ausruhe und auf meinen Körper höre. Und das habe ich danach gerade so die nächsten 2 Tage noch sehr intensiv so mitgenommen, dass ich wirklich so eine Zeit genommen habe, zwischendrin einfach mal durchzuatmen, dann richtig Zeit nehmen zum Essen. Und zwischendrin einfach Pause zu machen. Einfach mal nichts wirklich zu tun, auch wenn man da lebt. So. Nicht dieses Hinlegen und dann lasse ich mich von einem Film berieseln, wo der Körper dann wieder auch nicht richtig ausruhen kann oder die Augen. Aber bei den Augen merke ich im Moment bei mir noch, dass da noch viel rauskommt und viel entgifte. Sondern eben einfach mal hinlegen. Wirklich so und nichts machen und dann einfach mal in den Körper reinfühlen und diesen ganzen Stress aus dem Körper rausgehen lassen, dieses ganze Überbeanspruchen. Genau. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Und ja, vielleicht überlegt euch das selber mal. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch in Klöstern kann man das machen. Und auch hier in Thailand kann man es in buddhistischen Klöstern machen. Wir haben es eben hier selbst einfach mit Dschungel zu Pferd gemacht. Genau. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der einfach mal sich wirklich diese unbewussten Dinge anschauen möchte, so, der einfach seinem Körper mal die Chance zum Heilen geben möchte und der nicht mehr vor den Problemen weglaufen möchte, sondern sich denen mal stellen möchte und die ja wirklich betrachten und verarbeiten dadurch. Ja, das war es aber soweit und ansonsten macht's gut, Leute. Ciao. Thank you.